Sorry zusammen, da sind wir mit der Elite Gaming und wir sind immer noch der Game Dad. Und ja, wir haben hier jemanden gefunden von Silent Gaming, der mit uns ein Interview machen will. Ich möchte zuerst mal fragen, wie heisst du eigentlich? Ich bin der Sandro Scotti und aka X-Breaker. X-Breaker? Ja. Okay. Wie alt bist du? Ich bin 20. 20? Ja. Okay. Du siehst mega jung aus für 20. gut gehalten, gute Gen. Ich möchte noch etwas anderes fragen. Wie bist du auf X-Breaker gekommen? X-Breaker ist eigentlich eine lustige Geschichte. Ich war dann in einem deutschen Team und ich habe immer so ein bisschen, als ich noch bei Familie gewohnt habe, ich immer lang gegessen. Sprich, wir haben gegamed und eine lange Pause gemacht. Und dann bin ich eigentlich auf den Namen gekommen, das Extended und Breaker für Pausemacher. Und so schnell X-Breaker entstanden. Geil. Geil, und niemand so eine coole Story gehabt. Aber hey, cool. Bist du schon mal an der Game Dad gewesen? Ja, das ist jetzt meine dritte, wo ich komme. Also schon das dritte Jahr, ja. Okay, dann bist du in dem Fall da schon ein bisschen bekannt. Hast du ein paar Gesichter gesehen, die du kennst und so? Man muss immer so ein bisschen die gleichen Leute, die kommen und gehen. Also man sieht es auch jeder allein. Es macht auch immer Freude, so wieder zu sehen. Okay, dein Dialekt, ich glaube, du kommst aus Bern, gell? Genau, ja. Das ist ein recht weiter Weg und das ist dir egal? Für Lanz habe ich noch nie mich gescheut, einen Weg auf mich zu nehmen. Also ich komme immer gerne her, auch mal eben aus meinem Zimmer raus und an der Lanz eben Leute treffen. So, das ist für mich sehr wichtig. Von dem her schaue ich nicht so drauf, wie weit oder wo sie ist. Ich komme immer wieder gerne. Von dem her spielt es mir nicht so eine Rolle, ob es jetzt hier in St. Gallen ist oder zu Bern oder zu Thun, das spielt nicht so eine Rolle für mich. Okay, in dem Fall, Flavil, kein Problem. Ticket retour. Du bist von Silent Gaming. Ja. Ihr seid gesponsert, gell? Genau, wir werden von Landforge gesponsert, ACS Gaming und Ports hauptsächlich. Und ja, die unterstützen uns so tatkräftig. Was ist denn so als gesponserter Player sein? Wie fühlt sich das eigentlich so an? Es ist speziell, oder? Weil, als ich in die Szene reinkam, habe ich das wirklich noch nicht gekannt. Oder? Aber wenn man dann all die Waren bekommt oder das mal sieht, oder wo man das Zeug mitnehmen kann und auch eben Vergünstigungen bekommt, wo man nicht hat, eigentlich, ist das natürlich sehr speziell. Oder? Für einen Spieler selber oder auch für das Team, für die Organisation. Und darum finde ich das so, dass es das in der Schweiz überhaupt gibt, finde ich natürlich sehr, sehr gut, dass man es so machen kann. Okay, und was bekommt ihr eigentlich so gesponsert? Mäuse oder Gaming Time, Gaming Cards, whatever? Also wir bekommen hauptsächlich der meiste Teil geht jetzt an die Organisation, sprich unsere Shirts werden eigentlich gezahlt, also wir müssen kein Geld für die Shirts ausgeben und wir bekommen auf Bildschirmen Vergünstigungen von AOC und ja, das ist schon relativ viel, oder? Dass wir eigentlich nur gamen im Prinzip. Oder? Ja, nur Game ist es ja in dem Fall nicht, wenn er gesponsert wäre, oder? Weil es hat ja schon irgendeinen Sinn dahinter, dass sie auch sponsert. Aber gut. Fahren wir weiter. Wie ist es mit der Verantwortung? Fühlst du dich da nicht einmal so ein bisschen, wie soll ich sagen, ein bisschen beobachtet? Die Sponsoren schauen dir ja beim Spielen zu vielleicht sogar, oder? Und schauen sich die Replays an und finden einfach so, ja, so ein Sponsor. Hast du da irgendwie einen gewissen Leistungsdruck? Also ich denke jetzt so, vor allem jetzt in meiner Position als Coach, ist es natürlich sehr wichtig, dass das Team auch eine gewisse Performance hat. Oder wir hatten erst jetzt eine Generalversammlung von Silent Gaming und ich durfte dort dabei sein und sie setzen uns schon ein bisschen unter Druck setzen, oder vor allem eben mit Leistungen oder auch mit Verhalten an Lans. Und darum ist es natürlich schon, wir repräsentieren eine Organisation und dürfen für die spielen. Und das ist natürlich schon ein gewisser Druck, oder wir sind immer im Hinterkopf, wir sollten weit vorkommen, wir haben unsere Ziele und das ist natürlich schon ein bisschen ein Druck, der auf der Organisation oder auf dem Team lastet. Weil sonst verliert man die Sponsoren. Das ist halt einfach so. Ja, es ist ein hartes Business. Es ist halt, wie sich vielleicht gewisse Leute noch vorstellen können, das ist wie im Profisport, oder? Wenn du Scheiße spielst, bekommst du keinen Sponsor mehr und wirst ins nächste Team verkauft, was schlechter ist. Gut, vielleicht nicht gerade so, aber so in die Richtung, sag ich mal. Oder? Ist das so korrekt? Das ist sicher korrekt, ja. Also Sponsoren schauen natürlich auch immer, dass sie das Beste herausholen können. Je besser dass man sie repräsentiert, desto mehr haben sie wie sieht man? Sie investieren mehr in die Organisation, oder? Je besser dass man sie repräsentiert. Weil die Casual-Spieler, sage ich jetzt mal, schauen natürlich zu diesen Organisationen auf
und sagen, ah, die spielen mit AOC-Bildschirmen, warum auch nicht so einen kaufen, das ist einfach Marketing. Ja, auf das kommt es davon. Natürlich, das Marketing, klar. Ja. Was ist das Coolste, was du je in einer LAN abgeräumt hast? Das Coolste? Ja, schwierig, ich bin jetzt nicht so der Siegertyp, ich war eigentlich mehr so ein bisschen im hinteren Bereich gewesen. Also wir haben nie richtig gewonnen. Aber ja, es hat sicher die Momente gegeben, wo wir ein bisschen Geld mitnehmen auf jeden Fall. Und das muss ich sagen, ist eigentlich von der schönsten Momente gewesen, wenn wir mal ein bisschen Geld mitnehmen können. Okay, und das Mal hast du ein gutes Gefühl, denkst du, doch, Podestplatz liegt drinnen, vielleicht sogar Erste? Wir haben unsere Erwartungen gesetzt, ja. Wir haben ja noch jetzt vorher Bootcamp gemacht, also sie zusammengesessen und haben trainiert. Und mit unseren Erwartungen hoffen wir so auf Platz 3 Minimum und hoffen, das Ziel können zu erreichen. Und ich denke, es sieht gut aus für Platz 3. Ja, rechte Ziel gesteckt, hey, wow. Okay, aber als Coach, das heisst ja, du spielst schon mit, aber du bist sozusagen der Teamleader, oder wie muss ich das verstehen? Ich als Coach spiele selber nicht mit. Also ich bin eigentlich so ein bisschen der sechste Mann am Rand und ich habe meine 5 Leute, die ich aktiv unterstütze und wo ich probiere, ihre Spielzüge zu analysieren und ihre Fehler rauszuschreiben und dann das mit dem Team anzuschauen. Sprich, auch, kommen auch administrative Aufgaben auf mich zu. Aber ich bin eigentlich so ein bisschen, eben, so ein bisschen am Rand vom Spiel. Ich bin nicht der, der selber mitspielt. Und nicht, eben, wir haben den Coach, den Teamcaptain, das sind alles so ein bisschen Aufgabenbeteiligungen. Von dem her bin ich mehr so ein bisschen zuständig, für das Team zu schauen, als so ein bisschen Vater sozusagen. Okay, ist aber herzig. Okay, cool. Was ist das erste Spiel, wo du richtig, richtig viel gespielt hast? Das erste Spiel war wahrscheinlich Call of Duty Modern Warfare. Das habe ich. Nein, ja, dann, das war das allererste Spiel, das ich bekommen habe. Sozusagen, dann war ich ja noch zu jung. Oder? Das ist, hat man eigentlich noch nicht dürfen. So ist es gelaufen. Und das habe ich richtig viel gespielt. Und dann, wie ich eigentlich in das Competitive 3 bekommen habe, war mit Modern Warfare 2 gewesen. Wo ich ein paar, mit dem Schulkollegen und ein paar deutschen Kollegen bin ich dann in die ESL rein. Und so hat es dann eigentlich, ja, ist dann um mich geschehen gewesen. Dann ist League gekommen und dann bin ich eigentlich geblieben dort, ja. Wie bist du von CSGO, von Modern Warfare 2 in der ESL zu League of Legends gekommen? Das würde mich interessieren. Wir haben eigentlich eine Organisation bei Modern Warfare 2 und es ist dann so ein bisschen bergab gegangen mit der sprich Auflösungen und wir sind natürlich dann auch ein bisschen aus der Schule gekommen, in die Lehre und haben nicht mehr so den Kontakt gehabt zusammen, vor allem mit meinem Schulkollegen, und ich viel gespielt dann zumal. Und dann habe ich nochmal einen Clanwechsel gemacht, bin zu jemandem anders gegangen und die haben dann gesagt, hey, da ist ein neues Spiel, League of Legends, probier es doch mal, oder? Und dann habe ich das eigentlich angefangen gehabt, das müsste so 2010 rum gewesen. Und dann bin ich eigentlich drauf geblieben seitdem und ja. Seitdem spiele ich eigentlich nur noch League of Legends. Ja. Wer ist der beste Spieler von eurem Team? Ich. ich sage jetzt mal, so kann ich die Frage nicht beantworten, weil wir haben viele Variationen. Wirklich die Spieler, die sehr konsistent sind und die Spieler, die plötzlich sehr gute Performance haben, aber dann wieder ein bisschen abfallen, also die sehr Schwankungen haben. Aber der beste Spieler, ich muss wahrscheinlich fast sagen, unser Jungler, der Goldie. Weil er hat viel Erfahrung, er hat auch bei vielen Teams gespielt, ist ziemlich rumgekommen. Und er ist sicher einer von der Besten aktuell im Team. Aber eben so genau kann ich so nicht sagen, weil jeder hat seine Stärken und Schwächen. Okay. Hast du schon mal etwas von uns gehört? Lead Gaming, sagt er das etwas? Logisch schon mal gesehen? Nein, leider nicht. Leider nicht, ja. Also wir haben einen YouTube-Channel und das Ganze wird dort aufgeladen. Okay. Wir machen Game Reviews. Also wir sind eigentlich, ich sage jetzt mal, Ex-Gamer. Wir spielen schon noch, aber unser Fokus liegt eigentlich darauf, dass wir den anderen können sagen, was sie sollen spielen, wie es gut ist oder schlecht ist. Und nebenbei machen wir natürlich auch Events, weil wir können ja sagen, was gut ist und was schlecht ist. Und dann machen wir so coole Interviews mit Leuten wie dir, die doch noch einen eigenen Rang haben, sage ich einmal. Oder ich habe es bis jetzt noch niemanden gesehen, der irgendwie gesponsert ist und so weiter. Das handelt unser Channel. Würde es dich interessieren, mal reinzuschauen? Auf jeden Fall. Natürlich, sehr interessant. Also in der Schweiz habe ich vor allem sehr wenige solche Leute gesehen, die das machen. Und darum finde ich es umso besser, dass es mal jemand probiert und auch Erfolg hat damit. Also würde ich sicher unterstützen, auf jeden Fall. Okay. Ja, du kannst ihn gerne abonnieren. Wir alle anderen auch zuschauen. Ich darf natürlich jederzeit auf den roten Button drücken. Aber ja, was würde mich interessieren?
Was war eure schlechteste Performance? Wo du am Schluss fast in die Garderobe reingelaufen bist und gefunden hast, hey Jungs, was haben das so verkackt, so schlecht habe ich noch nie gesehen. Ja. Ich muss sagen, die letzte Netgame, die jetzt gerade war, im Dezember, dort habe ich auch noch gespielt, im zweiten Team von Silent. Und dort haben wir wirklich richtig, richtig schlecht gespielt. Wir hatten zwei Mischteams, die nicht vollständig waren. Und dort sind wir wirklich extrem früh rausgefallen, wo wirklich niemand hat erwartet, weder das Management noch die Spieler. Also da haben wir wirklich gesagt, so kann es nicht weitergehen. Und dann hat es auch die Spieleranpassungen gegeben. Und dort hatte ich wirklich das Gefühl, das ist wirklich scheiße. Oder? So hätte es nicht dürfen laufen. Oder wir sind gegen Teams rausgeflogen, die man wirklich hat müssen schlagen müssen. Und da muss ich wirklich sagen, so etwas habe ich auch noch nie erlebt. Und es ist auch an mir gelegen, es ist am ganzen Team gelegen. Und ja, das war wirklich eine schlechte Performance von uns. Ja. Okay, machst du eigentlich das jetzt, ich sage jetzt mal, es ist ja nicht beruflich, nicht ganz zumindest, aber ein gewisser Teil von deinem Leben nimmt sicher ein. Wie viel nimmt das ein? Es nimmt doch relativ viel ein. Weil ich es natürlich jetzt wirklich als Hobby abgestempelt. Oder? Weil früher hat man noch so ein bisschen, gehen wir raus, gehen shooten mit Kollegen. So. Aber jetzt ist es wirklich eigentlich, vor allem seitdem, dass ich allein wohne, also mit ihrer WG wohne, spiele ich wirklich sehr, sehr, sehr viel und investiere auch gerne Zeit in das Spiel, um besser zu werden. Oder? Und es wird sicher so 2-3 Stunden pro Tag nimmt sicher ein, wenn nicht noch mehr so. Okay, das ist ja eine relativ gute Online-Performance, sag ich mal. Was würdest du sagen, was ist das längste, was du jemals gespielt hast? Nachher 30 Stunden wahrscheinlich. 30 Stunden? Wow. Aber das ist so ein Spass, den man macht. Aber das ist einmalig, das machst du nicht. Machst du nicht jedes Wochenende. Dann gehst du kaputt, wenn du so etwas machst. Aber wenn du mal so einen Marathon machst, dann kommt es gut mal auf die Zeit, Mama. Spielt ihr als Team sehr aggressiv, defensiv oder gemischt? Wir passen uns immer so ein bisschen an den Picks an. Also je nachdem, was wir für Gegner haben und wie sie spielen, machen wir auch unterschiedliche Entscheidungen. Spielen wir auch aggressiv, defensiv. Das ist immer so ein bisschen das Abwägen, was gerade passiert oder was wir machen müssen. Okay. Du, ich wünsche dir und deinem Team ganz, ganz viel Glück und Erfolg vor allem an dieser LAN, dass ihr es wirklich reissen könnt. Und ich wünsche euch ganz viel Spass. Danke vielmals fürs Interview. Ich gebe zurück an Lead Gaming.